Barbara. Ja. Nicht nur dieses Spiel. Barbara, das Leben hat dich einsam gemacht. Deine Partys sind unbeliebt. Kein Wunder. Ich meine, ne? Wer mich in solchen Spielen wenn dich da gerade gesehen hat, was soll der dann noch denken? Nichts mehr mit mir wenn zu du machst tun Partys, haben. Dann kommen nur die krankesten Typen. Deswegen setzt du jetzt mal die Kopfhörer auf. Ich mache für dich mal eine kleine Gästeliste parat. Ne? Stellst dich schön dahin mit dem Rücken. Dass du uns nicht mehr hörst! Na, scheint ja zu klappen. Ihr Lieben, ihr kommt jetzt gleich schön zur Barbara, zur Party. In der Reihenfolge, wie ich euch jetzt die Rollen gebe. Und zwar Lars. Du bist Callboy. Mhm. Wer hat? Ja. Ist aber nicht alles. Du hältst dich ja noch für John Travolta. Ja. Und redest natürlich sächsisch. Ja. Also da was? Sächsisch? Und redest sächsisch. Ich rede sächsisch. Ja. So wie zu Hause. Ne? So, ja. Callboy, Travolta, sächsisch. Damit einen schönen Abend, kann man nur sagen. Dann kommt Olli, du bist Edmund Stoiber. Nee, ist klar. Der jetzt, ja, der jetzt als Versicherungsvertreter arbeitet. Ja. Auch ein schöner Besucher. Und Paul, ja, was hier. Ganz Feines für ja. dich. Du bist Wünschelroutengänger. Ja? Und kannst mit deiner Wünschelrute extreme Dummheit aufspüren und gehst natürlich auf keine Party ohne deine Wünschelrute. Du kommst sozusagen als Höhepunkt des Ganzen und spürst auf. Hm? So, ja, ich klingel schön. Euch dann mit meinem Buzzer rein und Barbara, Liebes, hallo hier. Hallo. So, ganz tolle Typen eingeladen. Ja, und so. Wieder keiner für mich dabei. Doch, doch, bestimmt. Viel Spaß. Ja, dann richte ich mal wie immer meine Party her. Es gibt Wasser, es gibt Chips und Tomatenmozzarella mit Rucola-Salat. Mmm, Rucola. Hallo. Norden, no, wie geht's dir? Kleine Maus, ja. Mach doch mal ein bisschen Musik an hier. Ein bisschen Disco-Musik hier. Night haben wir nicht? Fever, Night Fever. Ha, ha, yeah. Staying alive, staying alive. Wie war die Fahrt von Leipzig hierher? Afrikola? Vielleicht Club-Cola? Oh, gibt's sowas auch? Club-Cola? Ja, Club-Cola lieber. Club-Cola. Staying alive, staying alive. Ich sag doch, ist wieder keiner für mich dabei. Hier. Ach du je, da kommt schon der Nächste. Na? Grüße Gott! Das ist eine wunderbare Feier, Frau Schöneberger, mit seltsamen Leuten, die Sie eingeladen haben. Ja, ich bin hauptsächlich gekommen, um Sie vor den Gefahren einer solchen Festivität einmal zu warnen. Auch beim Kochen können furchtbare Sachen passieren. Zum Beispiel ist neulich erst... Dieser Mann ist mit Sicherheit schwul, Frau Schöneberger. Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Beim Kochen lassen Sie mich kurz die Geschichte zu Ende bringen. Meiner Muschi, Frau Schöneberger, ist neulich wieder beim Kochen der Braten in der Röhre explodiert. Und deshalb möchte ich Sie bitten, sorgen Sie vor, treffen Sie Vorsorge. Ich zum Beispiel habe seit Jahren eine Unfähigkeitsversicherung. Und, jetzt kommt endlich Frau Pauli. Dann können wir schon die. Würden Sie dringend bitten, geben Sie dem Mann endlich sein Begrüßungsgeld, damit er. Das will ich ja schon. Darf ich ganz kurz was anbieten? Ja. Hallo. Hallo. Ich muss das Ding mal für 3 Minuten ausmachen, was hier los ist, Freunde, ja? Viel Wasseradern? Nein, aber so viel. Radioaktivität? Entschuldigung, haben Sie nicht mal was von Pudis oder so? Ja, gleich. Aber die Pudis haben keine Disco-Musik gemacht. Doch, haben sie wohl. Und zwar politische. Frau, es ist sehr laut.
möchte Sie noch einmal dringend bitten, dass Sie Vorsorge treffen. Man kann sich im Leben nicht gegen alles versichern. Mir zum Beispiel ist einmal mein Traumjob von einer Ostschlampe weggeschnappt worden. Aber es gibt gegen andere Dinge Versicherungen. Ah, okay. Gut, das ist gut. Also, bevor ich jetzt hier mich um diesen völlig beknackten, verrückten letzten Gast kümmere, möchte ich sagen, dass mein erster Gast vermutlich ein ostdeutscher John Travolta-Darsteller ist. Wie sind Sie denn da hintergekommen? Der die ganze Zeit Staying Alive und irgendwie Ostdeutsch ist wunderbar. Saturday Night Fever Musical-Darsteller. John Travolta, er denkt viel, John Travolta, aber... Er inkarniert John Travolta, aber er hat eine andere Profession. Er macht's für Geld. Ja, ah, ja. Sachsen-Paul im weißen Glitzeranzug. Vielen Man hätte es Dank. So nicht schöner sagen können. Ja. Ja. So. Sehr gut gefällt mir natürlich Edmund Stoiber als Versicherungsvertreter. Exakt. Ist Wo drückt denn der Schuh? Ist es eine Wasserader oder sind es radioaktive Strahlungen, die Sie hier im Haus feststellen? Es ist ein speziell umgebautes Gerät. Ja. Das war mal für Wasser und ich habe das umgebaut auf hier. Auf was? Ah! Oh! Damit kannst du Verrücktheitsströme im Hirn messen? Ja. Nein. 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 Gut. Nein, nein. Ha, ha, ha. Du merkst damit, wenn jemand ein bisschen doof ist. Ja. Aber er hat es schön gemacht. Über das alles müssen wir jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Bis gleich, bleiben Sie dran.